Hallo und herzlich willkommen zu einem Einführungs-Let's Play in Jade Destiny. Wie ihr sehen könnt, wenn ihr das Spiel betreten habt, euren Server ausgewählt habt und auch sonstiges, also Serverauswahl wäre hier. Und zwar kann man hier auf, also es gibt hier in Europa, in USA, Ost und eine West. Hier sieht man auch schon PvP. PvP hier unten. Und auch wir haben ein PvP. Das Lustige ist... Hier sind die gerade nicht noch anders. Ah ne, die waren andersrum. Ich bin immer auf Suche. Dann kommt immer so ein Top-Ereignis. Ich lese es mir nie durch. So. Unsere Realms, PvE, der Handel ist dieses Mal auch ein Trading-Realm, auch ein PvE und dann gibt es natürlich noch den PvP. Kurze Erklärung, PvP, Spieler gegen Spieler, PvE, sagen wir mal, Duell nur auf Anfrage oder in bestimmten Instanzen, die als PvP-Instanz quasi sind, also ein, zum Beispiel ein Kingdom Quest halt einfach. Dann kann man sich hier mit dem Charakter, den man ausgewählt hat, anmelden. Man kann den Charakter löschen. 7 Tage ist immer so eine Zeit, wo man halt... Also ich sag mal, man kann ihn wieder herstellen. Hier unten. Aber wenn ich einen Charakter lösche, dann will ich nachgelöscht haben. Wenn man auf Erstellen klickt, begegnen hier 3 Sachen. Einmal den Human. Warum auch immer das auf Englisch ist. Das sind die Menschen. Und dann gibt es die Athener. Die, ich sag mal, komischen Leute. Und dann gibt es die Eva King. Die habt ihr im Anspann. So, im Anspann gesehen. Ja, das sind halt einfach einmal diese Kleinen mit ihren Pinseln. Und einmal diese Großen, die es nur männlich gibt und diesen Typenpferden. Wie auch immer. Ich zeige euch jetzt erstmal die Menschen. Sind eigentlich fast ganz gleich wie die Athener, aber Menschen. So, das Layout hat sich geändert. Hier ist man ein Wim. Ja, ein Wim. Ja. Assassine. Dann gibt es Bogenschützen. Dann gibt es einmal Krieger. Dann gibt es ein Himmelssang. Ja, also Magier, ein Modo sind auch irgendwelche Art. Ich glaube, die kommen so zwischen Assassine und Krieger. Also ich weiß nicht genau, was es sein soll, weil ich spiele nicht wirklich unbedingt. Und dann gibt es noch den Weihrauchtal. Hm? Okay. Mag es. Ja, also es gibt... das ist blöd gemacht, muss ich sagen. Dann gibt es die Athena. Da muss ich da jetzt auf Erstellen klicken, oder was? Pff. Also... ja, hier geht's in den Balu. Das sind Krieger. DD-Krieger. Dann gibt es die Arden. Das sind die Bogenschützen. Dann gibt es die Selan. Das sind wiederum Magier. Oder... ja. Nicht unbedingt Magier. So eine Art zwischen Sirenen und Magier. Das sind Assassinen. Assassinen mit Sensen. Ich mag Sensen. Ja, dann gibt es die Tank-Version des Kriegers und unsere anderen Magier. Ich weiß nicht, aber irgendwie, das ist alles so komisch. Dann gibt es noch die Eva King. Ja, unsere Fitties.
Das sind Krieger. Wie steht schon, half man, half beast, also halb Mann, halb beast. sind PvP-Charaktere und dann gibt es noch die kleinen, süßen Leute mit Pinseln, die zum Beispiel, also das erste, was sie beschwören können, ist ein Skorpion, das einfach nur eine Menge Mana zieht und nicht unbedingt viel Schaden macht. Also man braucht quasi für seine normale Attacke, die man hochleveln muss, die braucht man einmal, während man diesen Skorpion zweimal braucht. Also es ist schon. Aber er macht natürlich eine Uhr, das heißt, man hat schneller seine Quest fertig. Dann gibt es halt den hier auch noch in weiblich. Ich finde den im Spiel allerdings nicht so schön. Den einen gibt es natürlich nur in männlich, habe ich schon gesagt. Dann zeige ich euch erstmal die Menschen in weiblich. Ja, weiblich. Die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Sehen die überall gleich aus? Okay, wenn die überall gleich aussehen, dann kann ich nichts für. So, dann zeige ich euch die Athena in weiblich. Die sehen allerdings nicht gleich aus. Ich mag Sensen. Ja. Ich weiß nicht wirklich, was ich für einen Charakter machen würde. Deswegen. Ich glaube, irgendwas von den beiden ist sogar Priester. Ich bin mir nicht sicher. Oder bekommen zumindest Heilskills, aber ich weiß nicht, ob die dann auch anwenden gegenüber anderen Leuten. Also, sprich, nicht nur sich selber heilen können, sondern auch andere. Ja, komm, ich mach so ein Ding. Dunkel? Hell. Dunkel? Ich will dunkel. Mag dunkle Leute. Mann, ich muss ranscrollen. Ne. Ja, schon besser. Ich habe ja schon mal gesagt, dass die Haare eigentlich total scheiße aussehen und egal welche Haare man nimmt, am Ende hat man doch sowieso andere Haare, weil. Ja, man kriegt halt so Hüte und die sind automatisch andere Haare. Komm, mach ein böses Gesicht. Ein böses Gesicht. Wieso kann das immer nur so nah? Kann ich wenigstens hoch und runter? Nein, ach Manu. Böses Gesicht. Ach komm, du kriegst orangene Augen. Die sind wenigstens böse. Was haben wir noch für ein Weib? Ein eleganter. Ich will so einen Bösen. So, Name. Das Schlimmste, was es gibt. Ach so, die Rüstung kann ich ja noch vorschauen. Ja. Ja. Es erinnert mich an so, wie nennt man diese Mädchen, die immer so tanzen? So Bauchtanz und so. Ich glaube aber nicht, dass die auch kämpfen. Komischerweise, bis du zu so einer Rüstung kommst, dauert es ewig. Okay, wie nennen wir dich? Darkness Rough? Nein. Die Namen sind hier total. Also man kann hier nicht großartig große Namen schreiben. Deswegen schreibe ich jetzt. Wenn das nicht geht, dann. Geht. Achso, wenn ich nochmal stellen. Immer checken, ob man auch im realen PvE oder PvP, je nachdem man möchte. Und dann natürlich anmelden. Ja. So, ich habe den Vorspann dieses Spiels mal kurz übersprungen. Es wird ja einfach nur gezeigt, ja, welche Klassen was kämpfen und dann hat man in der Stadtzone. Hat schon mal ein schönes Questlein. Wenn man hier drauf drückt, schwebt oder läuft derjenige zu seinem Questpunkt. Und ja,
Komische an diesem Spiel ist, alles, was jetzt neu ist seit dem Patch, ist noch nicht in Deutsch übersetzt worden. Also nicht wundern, wenn euer Arc auf Deutsch ist und trotzdem irgendwie nix auf Deutsch ist, sondern halt erst ab einem bestimmten Zeitpunkt. So, hier seht ihr so ja, was man halt alles braucht, um vor der Stufe Level 2 zu kommen quasi. Also, wir sind jetzt von Level 1 auf Level 2. Dann gibt es Fähigkeiten. Unsere XP-Fertigkeit und dann bin ich gerade im Buch. Ich habe einen Punkt und kann ihn nirgends hinsetzen. Auch praktisch. Also, dann zeige ich euch, wenn ich weiter oben bin. So. Sieht eigentlich ganz schön aus hier. Dann schweben wir halt mal die Treppen hoch. Und runter. Okay, oder wir schweben die Treppen halt eben nicht hoch, sondern halt eben geradeaus. Und dann um die Ecke. Ich muss echt zugeben, ich starte das Spiel das erste Mal mit einem Charakter seit dem neuen Update. Also ich habe davor natürlich schon gespielt, aber da war das alles noch ein bisschen anders zusammengemixt und alles. Deswegen muss ich mich manchmal selber ein bisschen zurechtfinden. Okay, ich habe mein Autoroute abgebrochen. Schüler? Schüler? Boah, stehen da viele Schüler. Töten. Ich will aber keinen Schüler töten. Der arme Schüler. Okay, umgefallen. Muss man hier Schüler töten? Also ich glaub's ja nicht. Nein. Eigentlich tötet man hier drin. Jo. Ganz gerne ganz viele schöne Dinge, sag ich mal. Also. Als ich das erste Mal. Das war der Trailer von Regines. Also quasi die weiterführende von J Destiny. Davor gab es ja noch was anderes und bevor jetzt dieses neue hier kam. Und da haben sie auch ein wunderschönes. Nee, es war ein Elch. Ich glaube, es war ein Elch. Sie haben einen wunderschönen Elch getötet. Und der war so schön, der hätte fast zu den Guten gehören können. Haben sie ihn einfach umgebracht. Also, okay, die Dinger sind echt nicht schön. Die sind nicht schön, die muss ich töten. Jetzt kann man einen Punkt versetzen. Damit stärkt man quasi seine Fähigkeiten. Rede mir. Ja. Anfangsquests sind schon beschwerlich. Ja, vor lauter weißer Schrift kann ich nicht. Elite-Schüler des Weihrauchtals, 2 Stück. Ach, ihr seid jetzt schon Elite. Mit einer Kartoffel auf dem Rücken. Na, da ist ein Ich will diesen Stein. Jaspisstein, ich will ihn. Kann man verkaufen. Also auf B ist euer Inventar. Schmeine.
Butterfly hinten. Du bist schon ein bisschen näher zu der, wenn du mit der reden willst. Ich rede auch nicht mit jedem. Was erhalten? Nein, klar. Verteidigung. Komischerweise ist hier unten steht, also im Chat, seht ihr. Jetzt habe ich es erhalten. Boah, warum muss man denn mal auf Ja klicken? Ist doch mies. Yeah, ich bin dunkel. Dann wird meine Haare sehen genauso scheiße aus wie ich. Mensch. Scroll mal mehr in die falsche Richtung. Ach komm. Na, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es geht. Solange sie nicht noch anfängt zu tanzen. Aber ich glaube, tanzen kann man in diesem Spiel auch. Also hoffentlich macht sie da nicht so einen Tanz. So, ich glaube, es wäre ein bisschen unpraktisch, so vor Monstern. Warte, stopp, ich muss tanzen. Ich glaube, das wäre irgendwie fehl am Platz. Aber ich muss sagen, die Athener sehen reichlich schöner aus als die Menschen. Deswegen spiele ich auch die viel lieber. Und ja, Menschen. Ja. Sie sind halt Menschen. So alltäglich. Die trifft man überall. Also, dann doch lieber was Ausgefallenes spielen. Mit Sensen. Es könnte für mich auch ruhig eine Klasse mit Motorsägen geben. Anstatt Äxte. Dort würde ich die auch nehmen. Das ist überhaupt nicht mehr so eine schlechte Idee. Könnte ich ja mal vorschlagen. Und irgendwann kommen wir vielleicht auch mal auf den Grund des Bodens wieder zurück. Irgendwann. Outside World. Ja, da will ich hin. Ich könnte wieder nichts machen. Ich bin schon Level 4. Ja, red doch mit mir. Tag to Gojin. Gut, gut. Schwebt die gerade? Oh nein, da ist eine Treppe. Ich dachte gerade schon. Das war viel zu schön. Dann töten wir mal. Wie viele? Fünf? Fünf, ich will meine XP-Kräfte wissen. Also schön in die Mitte stellen. Irgendjemanden anvisieren und Null klicken. Ups. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war jemand anderes. Aber eine schöne Reichweite. Ich will das Zelt aufheben. Mensch, mach deinen fetten Arsch weg. Ah, es ist wieder auf Deutsch. Hinuntergehen. Irgendwie habe ich Zurücksetzungsbugs. Everyone hated.
Zusatzungsbugs sind doch echt mies. Was haben die für einen verpackten Weg? Aha, wenn ich so draufklicke, geht's nicht. Oh, das hat komischerweise nur da oben gepackt. Oh nein, das fängt wieder an. Ey, die hasst doch echt jeder. Die müssen die Bugs mal fixen. Okay, ich nehme es ihnen nicht so übel, weil... Naja, sie haben die Karte erst neu entworfen. Aber trotzdem, das ist ja nervig. Mein dunkles Ding. Aktuelle Dunkel-Lichtpunkte. Wenn der Punkt schon 100 erreicht, können Spieler eine verbesserte Form der Ursprungfähigkeit aktivieren. Hat komischerweise auch nur diese Klasse, also. Ja, ich bin hinuntergegangen. Kriege ich jetzt einen neuen Auftrag? Gehen wir halt mal da hoch. Hat doch gepasst. Na, komm. Da stehst du jetzt. Will da rein. Ach, ich muss springen. Na, sagt doch jemand. Ihr habt eure Sprungfähigkeit erhalten. Wuhu. Nein, eigentlich nicht. Kann ich jetzt wieder aufleveln? Ja. Yeah. Ein Punkt hier. Ein Punkt hier. Und ein Punkt da. Und ich habe einen Vogel. Ich habe einen Vogel. Und ich kann meine Kamera nicht drehen. Oder ich kann sie drehen. Nein, ich kann meine Kamera nicht drehen. Dann lasse ich euch viel Spaß und Entspannung bei diesem kleinen Vogelflug.
Und tschau. Wir sind bei unserem, mit unserem, sagen wir mal, Einführung Questzeug fertig und hiermit verabschiede ich mich auch erstmal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag oder Nacht, je nachdem, wann ihr es anschauen möchtet, würdet, tut, wie auch immer. Und ja, bis bald. Ciao.